Heute geht unser Ausflug zur Burgruine Hohensieburg. Diese liegt im Dortmunder Stadtteil Sieburg. Der Bau der steinernen Burg wird auf das Jahr 1150 datiert. In der Ruine befindet sich ein um 1930 gestaltetes Kriegerdenkmal. Das Denkmal stellt einen liegenden gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg dar. Insgesamt befinden sich Überreste von drei verschiedenen Burgen auf dem Berg. Heute ist die Burg ein beliebter Ausflugsort. In der Nähe befinden sich seit 1952 die Naturbühne Hohensieburg, seit 1985 die Spielbank Hohensieburg und der Finke-Turm. Der Finke-Turm ist ein achteckiger, neugotischer, 26 Meter hoher Aussichtsturm, der besichtigt werden kann. Auf der Sieburg soll Papst Leo III. Bei seinem Besuch im Jahr 799 einen Petersbrunnen geweiht haben. In der Nähe der Burgruine befand sich das Dortmunder Geisterhaus. Angeblich soll ein Pfarrer zunächst seine Familie und dann sich selbst in diesem Haus getötet haben. September 2008 wurde das Spukhaus in Hohensieburg zu den 10 gruseligsten Orten in Europa gezählt. Übersinnliches soll hier passiert sein. Seit dem Ende der 1970er Jahre war das Haus unbewohnt. Es verfiel im Laufe der Jahre und wurde im Jahr 2009 abgerissen. Von der Burg aus hat man einen wunderschönen Ausblick über das Hagener Ruhrtal, dem Zusammenfluss von Ruhr und Lenne, den Hengsteisee und Teile der Hagener Innenstadt.